Jo Freunde, ich habe wieder einen richtig heftigen Glitch für euch am Start hier. Das Ganze im Kreativmodus. Ich zeige euch direkt, wie das funktioniert. Falls euch gefällt und hilft, gerne Creator-Code iPlayTobi in den Itemshop eintragen. Würde mich freuen. Ich würde sagen, wir starten direkt. Wir sind im Kreativmodus hier einfach drin. Und wir gehen hier einfach an eine Konsole. Und zwar wollen wir hier die Pro FFA Arena spielen. Da gibt es nämlich wieder einen richtig, richtig heftigen XP-Trick, der neu ist am Start. Aber ganz wichtig, wenn ihr das eingibt, gebt auf jeden Fall das Ganze mit Version 200 ein. So, ich gucke nochmal kurz hier. Das war nämlich die Map hier mit der 5.9 am Ende und dann einfach am Ende nochmal hier Version 200 eingeben, also Fragezeichen V, dann hier nochmal ein Gleichzeichen, so, und dann nochmal die 200, dass ihr einfach hier die richtige Version auch spielt. So sieht das Ganze dann aus, einfach hier, und ihr seht Pro FFA Arena, und das nehmen wir einfach auch an, warten dann kurz hier, bis wir ins Spiel gehen können, und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt im Spiel wieder. Ich hatte schon mal hier ein, zwei Sachen gezeigt, wie ihr XP bekommen könnt, aber es gibt jetzt was Neues und der ist auch wieder richtig nice. Und ihr seht einfach schon, ich habe direkt einfach mal 6000 XP bekommen, einfach weil ich hier reingegangen bin in diese Map. Da kriegt ihr auf jeden Fall immer XP und ich gehe jetzt hier in die Safe Arena. Also ihr spawnt einfach irgendwo hier in so einem Häuschen, dann lauft ihr in die Mitte der Map in die Safe Arena rein. So, und ja, der neue Glitch, den ich euch jetzt zeige, ist, hier ist der goldene Button und wir wollen da vorne, wo Favorite This Map steht, und hier konnten wir auf diesen Button mal drücken, interagieren. Ich glaube, das zählt auch gar nicht mehr. Funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Müsst ihr mal testen bei euch. Aber wir wollen jetzt hier auf jeden Fall einmal drauf springen. Dann springen wir in Richtung hier dieses Herzchens. So, dann seht ihr nämlich, lande ich einfach ein bisschen höher und dann springen wir nochmal hoch. Einmal nochmal weiter hier. Dann stehen wir einfach direkt hier über dem Favorite drüber. Und jetzt machen wir einfach irgendein Emote. Zack. So. Und jetzt gehen wir runter. Und dann müsste das Ganze eigentlich anfangen zu zählen. So, ich mach's nochmal. Ansonsten nochmal drauf. Falls nicht klappt, nochmal machen. Zack, drauf. Zack, nochmal drauf. Zack, einmal hoch. Jetzt steht ihr wieder drauf. Und jetzt gucken wir zur Wand. Und jetzt. Na? Jetzt funktioniert. Okay. Einfach mal direkt 137.000 XP bekommen. WTF. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen erschrocken. Keine Ahnung, ob das... Ich probiere mal, ob das nochmal geht. Ihr habt es gesehen, beim ersten Mal hat es gerade nicht ganz funktioniert. Jetzt gehe ich nochmal hier drauf, ob wir da nochmal was bekommen. Okay, anscheinend funktioniert es dann nur einmal. Ja, falls es nicht mehr geht, ansonsten einfach nochmal aus der Map raus und nochmal rein. Aber das war schon krass, wie schnell ich jetzt einfach 137.000 XP bekommen habe. Und ich bekomme nochmal weiter XP jetzt hier einfach fürs Rumstehen. Okay, also das auf jeden Fall zu diesem XP-Trick hier an dieser Stelle in dieser Map. Probiert es gerne mal aus und ja, das auf jeden Fall dazu. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.